Und wieder bahnt sich für das Pflegepersonal ein harter Corona-Winter an. In den Elbland-Kliniken mit den Standorten Radebeul, Riesa und hier in Meißen heißt es schon jetzt, arbeiten am Limit. Überall, auch auf der Neurologie, denn es ist zu wenig Personal für zu viele Patienten. Wir haben aktuell 60% mehr Patienten als genau vor einem Jahr und wir haben mehr Intensivpatienten, als wir es jemals in den letzten Wellen hatten. Also die Situation ist äußerst dramatisch. Von 34 ITS-Betten der Elbland-Kliniken sind im Moment 21 mit Covid-Patienten belegt. Um die ITS zu entlasten, haben der Landrat und der Klinikchef gestern einen gemeinsamen Aufruf gestartet. Sie bitten um Hilfe aus der Bevölkerung, von Pflegepersonal im Ruhestand bis hin zu Ehrenamtlichen, mit oder ohne medizinische Vorkenntnisse. Wenn jemand uns hilft, beispielsweise auch in peripheren Bereichen Essen zuzubereiten, auszuteilen, dann können wir natürlich das medizinische Fachpersonal, was wir sonst dafür einsetzen müssten, entsprechend höher stecken, auf die Station direkt an Patienten oder also vielleicht sogar auf die ITS. Jede helfende Hand ist willkommen. Interessierte sollen sich einfach telefonisch im Klinikum melden. Als nächsten Schritt überlegt Landrat Ralf Henzel, den Katastrophenvoralarm auszurufen. Ich erhoffe mir im Zweifel tatsächlich in der Katastrophe Personal noch besser akquirieren zu können, aus den Hilfsorganisationen heraus, aus dem THW, vielleicht auch aus anderen Bereichen, wo pflegerisches Personal übrig ist. Das ist aber eigentlich Quatsch, wie man das schon merkt, weil tatsächlich nirgendwo Personal da ist. Und ich erhoffe mir natürlich dadurch gegebenenfalls ein Ausrufe- oder Achtungszeichen zu setzen. Ob es tatsächlich zum Katastrophenvoralarm kommt, wird zurzeit noch beraten. Die Lage im Klinikum ist ernst. Wir sind, was die ITS-Kapazitäten angeht, in Elbland-Kliniken wirklich an der Belastungsgrenze angekommen. Wir haben eigentlich keine freien Kapazitäten mehr. Selbstverständlich behandeln wir jeden Notfall, der zu uns kommt. Aber wie gesagt, wir werden dann irgendwann in die Situation kommen, dass wir entscheiden müssen, wen wir noch behandeln. Da sind wir aktuell noch nicht, aber wir sind quasi hauchdünn davor. Noch gäbe es Kapazitäten, Patienten innerhalb Sachsens zu verlegen. Doch auch das kann sich jederzeit ändern.